Es war nicht gerade ein herzlicher Empfang für den amerikanischen Vizepräsidenten Mike Pence heute in Brüssel. Doch im Gegensatz zu den Demonstranten vor dem Europäischen Rat hatten EU-Vertreter schon lange auf den Besuch gewartet. Zuerst mal möchte ich mich herzlich für dieses Treffen bedanken. Das haben wir alle wirklich gebraucht. Denn schließlich gab es einiges zu besprechen mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, Kommissionspräsident Juncker, NATO-Generalsekretär Stoltenberg und eben Ratspräsident Tusk. Pence versicherte dabei die Kooperationsbereitschaft Amerikas und brachte darüber hinaus versöhnliche Worte von seinem Präsidenten mit. Es ist mein Privileg, im Namen von Präsident Trump ein großes Bekenntnis der Vereinigten Staaten zu unserer Zusammenarbeit mit der Europäischen Union abzugeben. Unsere Kontinente teilen ein gemeinsames Erbe, gemeinsame Werte und vor allem ein gemeinsames Ziel. Ein deutlicher Wandel im Ton der amerikanischen Regierung um Donald Trump. Vor und nach Amtsantritt hatte dieser mehrfach Kritik an der EU geäußert und den Austritt Großbritanniens begrüßt. Und nicht nur das hatte für Ärger gesorgt. Die Demonstranten in Brüssel wenden sich auch gegen Trumps rigorose Einwanderungspolitik. Es ist nicht nur ein Problem für die Amerikaner. Diese Probleme werden auch in unsere Gesellschaft importiert. Ich bin komplett dagegen, was da passiert. Menschen werden gegeneinander aufgestachelt, wo ich finde, sie sollten zusammenarbeiten. Wir wollen nicht in einer Welt leben, wo Politiker solche Werte vertreten. Wir wollen Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung für alle. Und die Trump-Regierung unterstützt eben das nicht. Während Pences Besuch in Brüssel die Bedenken vieler Europäer nicht beseitigen konnte, zeigten sich EU-Vertreter, ob Pences Zusicherungen zumindest ermutigt. Doch auch sie werden genau darauf schauen, ob die Handlungen von Donald Trump mit den Worten von Mike Pence übereinstimmen.